Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Rogue Legacy. Und ja, es geht in die nächste Runde. Mal gucken, ob es die letzte ist. Das kommt jetzt drauf an, was für einen Charakter wir kriegen. Ach, ein Hokage, der gigantisch ist. Versuchen wir es mal mit dem hier. Und erst einmal mit dem ganzen Gold, was wir haben, etwas mehr Schaden. Und mehr Rüstung. Und den Rest im Leben. So. Und dann geht's mal wieder. Oh, ich habe vergessen, wir haben ja auch so beim Schmied neue Sachen. Was haben wir denn Neues? Hier nichts, hier nichts. Hier haben wir die Silver Cape. Bringt uns so gesehen nichts. Hallo Sharon. Na gut, dann versuchen wir mal unser Glück beim Boss. Also beim Endboss. Ja, die Tutorial-Sequenz wird übersprungen. Und wir müssen erst einmal wieder Johannes töten. Hä? Aua. Das war schon mal nicht so gut. Oder? Ja, wirf du nur deine Dolche und alles. Aua, wie oft wir jetzt schon drin gelandet sind. Das wird schon mal nicht so, wie ich das sehe. Ja. Nach nicht mal einer Minute tot. Gut, gucken wir mal, wen wir als nächstes nehmen können. Nehmen wir den Paladin hier. Geld haben wir ja kein. Ja, jetzt versuchen wir es mal mit dem Paladin. Der ja wesentlich mehr aushält als der Hokage. Und wenn das immer noch nicht klappt, dann. Johannes, der Verräter. Los. Oh. Der mit seinem Schwert und Ex, die er wirft. Naja. So klappt das schon mal besser. Seinen Messern ausweichen. Aua. Da kannst du ruhig dein großes Schwert machen. Kannst ruhig herkommen. So. Da ist er tot. Wo wir ihn gar nicht berührt haben. Jetzt müsste er verschwinden, genau. Ja, ja, jetzt gibt er wieder an. Und jetzt wird er zum Jungbrunnen. Und da haben wir Johannes die Fontäne. Oder der Jungbrunnen. Aua. In den reinlaufen ist nicht so die perfekte Taktik. Ach nein, jetzt macht er die da, oder? Ja. Aua. Okay, das war mein Paladin. Was mich auch immer gerade getötet hat. Ich habe ihn doch noch gar nicht berührt gehabt. Zwergenhokage, Barbarenkönig. Spelanka, Barbarenkönigin. Ein muskelschwacher Paladin. Nehmen wir den. Ja, lass uns rein, Sharon.
Okay, wenn es nach dem Versuch nichts wird, dann mache ich nochmal einen Farm One, um nochmal Geld zu kriegen. Ja, ja. Wann ist es etwas größer als wir? Fällt mir gerade so auf. Wow, was war das gerade für ein Move? Wow, er glitscht ein bisschen, glaube ich. Okay, wir können ihn nicht zurückschubsen, das darf ich nicht vergessen. Wow. Er glitscht definitiv ein bisschen böse. Okay, wir kriegen, glaube ich, nicht mal Johannes tot. Lichtqueen Special Sword Barbarian mit Nostalgica und ohne Fußpulz. Okay, jetzt versuchen wir es doch mal mit einem Barbaren. Auch wenn das sehr nostalgisch aussieht. Ja, im Nostalgik-Modus besiegen wir jetzt den Endboss. Ja, ja, bla bla bla. Und Johannes der Verräter. Wieder. Wegzustoßen hat doch einen Vorteil. Wow. Hilfe. Am besten nicht von dem treffen lassen. Und ihn einfach wegschlagen. Wow. Das heißt, dass der auch etwas schwieriger geworden ist. Oh, er ist Stufe 90, merke ich gerade. Wow. Ah. Nein, ich will dich nicht zu nah an der Fontäne haben. So. Johannes ist schon mal tot. Jetzt müssen wir noch die Fontäne besiegen. Ja, 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 bla, bla, bla. Das ist gemein. Jetzt kommt die Dolche angeflogen, oder? Jetzt kommen wieder die Dolche angeflogen. Aua. Oh ne. Und was mich auch immer da gerade getötet hat. Ich hab keine Ahnung.
Okay, ich sag mal, ich versuch's in der Folge weiter. Space Sword, Archmage, Barbarian King, der sehr flexibel ist, noch ein Archmage und da unten ist noch ein Archmage, also muss der Barbarian King ihn halten. Gold haben wir 41. Na gut. Jetzt ist wenigstens das Nostalgiker weg. Also ja, er ist machbar. Wow. Wenn man ihn mal trifft. Was war das jetzt? Aua. Ich sollte nicht sagen, dass er machbar ist. Das hört er nämlich und dann ist er viel gefährlicher. Ja. Genau, lauf gegen mein Schwert. Der braucht gar nicht damit angeben, dass er das größere Ding hier hat. Oh. Also, dass wir dann hier so auf die Pelle rückt. So. Ja, Fontäne, bla bla bla. Ich sollte nicht vergessen, dass ich einen Dash habe. Das nächste Mal, wenn der so auf mich drauf rennt. Erstmal müssen wir alles hier einsammeln. Wow. Macht er wieder seine Dolche? Jetzt macht er seine Schwerter von unten. Jetzt macht er wieder seine Dolche. Wow. Jetzt kommen wieder Dolche. Jetzt kommen wieder Dolche. Aua. Sage mal. Es macht eine solche Verladungsseite. Wow. Das macht er wieder Feuche von der Seite. Wow. Jetzt macht er was von unten. Zweimal hintereinander. Wow. Aua. Wow. Ich komme wieder von da durch hier. Kommt wieder von hier unten was. Okay, wenn er da kurz stehen bleibt. Gut. So. Nicht so gut. Und tot.
leiten wir mehr Geld. Barbarian Queen, Paladin, der ein Zwerg ist. Machen wir mal die Barbaren, die Barbarenkönigin. Und ja, das hier ist ein richtiges Let's Fail-Video gerade. Vielleicht nenne ich das sogar auch so. Aber ich will mal probieren, ob ich hier jetzt wenigstens schaffe. Ja, bla 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 bla. Und Johannes der Verräter. Aua. Ah, das ist nicht so gut, weil ich mir die Nase fasse. Und ja, ich kann nicht so viel sagen, weil ich mich jetzt etwas konzentrieren muss. Den Verräter, also den normalen Johannes oder was? Na doch, ein Schlag noch in der Situation, genau. Aber mit einer ziemlich schlechten Ausgangslage für uns. Hühnchen und alles. Und die Fontäne. Wow. Hier hinten sind keine Schwerter. Hier sind immer noch keine Schwerter. Edge. Und jetzt bin ich in einem drin gestanden. Wow. Das ist auch eine Taktik gewesen. Aber okay. Das war's erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge versuche ich es noch einmal und dann mache ich einen Farm Run. Okay? Bis gleich.